Vielleicht in einem anderen Stockwerk oder wo? Mal gucken. Also der sagt... Ah, wenn ich durch die Tür gehe, muss ich... Dann kommt das. So, jetzt werde ich aber erstmal darüber springen. Das schaffe ich noch. Nichts. Na egal. Das ist ja jetzt so schnell gemacht. So. Nächste Tür. Hopp. Und ich habe am Anfang noch gesagt, das Geilste aus kriegt man schnell Sterne. Ja, ist ja auch. Ja, der rote Mensch ist schnell. So, jetzt. Hier irgendwo muss es sein. Ne? Oh nein, nein, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Genau hier wäre die rote Münze. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Dieses, du brauchst einen bestimmten Charakter für den Scheiß. Es ist nicht mehr witzig. So. Ich frage mich, wie viel schneller du durch das Spiel kommen würdest, wenn du das wüsstest. Was für ein Aufnahmeprogramm hast du? Was für ein Aufnahmeprogramm ich habe? Ich benutze jetzt momentan Open Broadcaster, weil ich kein Aufnahmeprogramm benutze. Und ansonsten nehme ich Camtasia. Wie jemand gewisses anderes, den ich kenne. Ich weiß, wie du meinst. Ja, Gronkh. Schrägstrich Cold Mirror, Schrägstrich Funk Royal. Was die Musik hört ihr so? Gronkh Royal. Also das ist keine Musik. Videospielmusik, ganz viel. Das ist jetzt nicht mal ein Witz. Das ist mir noch teilweise mit das Liebste. Und würdest du ein Ladenplüchtchen kaufen, wenn es eins geben würde? Ja, bestimmt also. Es gibt eins. Muss ich jetzt hier hoch? Oder bin ich dann falsch? Mhm. Oh. What the fuck ist das hier? Ein Spiegelsaal. Spiegelsalbe. Das ist eine Pokémon-Attacke, aber. Ja. Ah. Oh Gott. Jetzt muss ich bestimmt gegen. Nein, Moment, da ist Luigi schon mal. Oh. Ich bin Big Boo, der gruseligste aller Geister. Ich habe diesen weinerlichen grünen Schnurrbartmann eingesperrt. Und bald wirst du ihm Gesellschaft leisten. Ich bin ein Geist und habe kein Spiegelbild. Aber ich habe einen entzückenden Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, ja. Ich weiß, dass es bei Phoenix Wright Kuchen gibt. Bei Portal gibt's den auch. Ach nein, der ist eine Lüge. Okay, der Boss ist cool, habe ich gelesen. Aber bevor du den ins Visier nehmen kannst, bist du schon längst vor Angst gestorben. Und dann heißen wir dich in unserem Kreis willkommen. Aha. Also hier in dem Spiel gibt es ja dann auch Kuchen, wenn du alle Sterne hast. Dann will Peach dir ja Kuchen machen. Ah. Zumindest machst du mal wieder. Wow, yeah. Ich habe seinen Rücken gekriegt. Oh Gott, wo kommt er wieder? Ah, da. Nachdem du wieder mal einen sehr subtilen Hinweis bekommen hast, bevor was du machen musst. Ja. Bam. Da sind sie alle gleich in der Hinsicht. Ja. Ja gut, also das wäre jetzt eigentlich, ich hätte den so gemacht wie jeden anderen. Ja. Okay, er hat sich gerade versteckt. Ah. Ich weiß, dass es bei Phoenix Wright T-Bone Steak gibt. Ja. Stimmt. Geister kann man nicht töten. Wir kommen immer wieder. Man sieht sich. Und da haben wir den L-Schlüssel. Oh. Jo, so ist das. Ja, wir haben ja immer noch nicht den Wario-Schlüssel. Ah. Nee, das weiß ich nicht. Hm. Als hättest du die Wario-Sachen schon längst gemacht. Oh, jetzt wieder ein Half-Life 3 Confirmed-Witz. Ich hab's extra nicht gesagt.
So, drei Sterne brauchen wir immer noch. Aua! Gibt's irgendwas, was wir mit Luigi machen können, oder ist der nutzlos? Er hat schon gesagt, welche Animes er schaut. Ja, und mir fällt gerade auch nichts anderes ein, oder? Naja, ich hab mal zeitweise auch Nishiju geguckt. Wobei ich finde, der Humor ist sehr gewöhnungsbedürftig. Kennst du die Pokémon-Stadt Lavandia? Natürlich kenne ich die, also wer die nicht kennt. Ja. Ich hab sowohl das Original als auch das Remake gespielt, also von daher. Ich bin da schon mindestens zweimal durchgekommen. Und ich habe Pokémon auch schon mal, durchgespielt glaube ich noch nicht, aber ich habe es zumindest auf dem Smartphone fast durch. Oh, ich fass es nicht, ich bin tot. Und zwar fast durch auf Spanisch. Also ich kenne jemanden, der hört sich die Lavandia Musik fast jeden Tag an auf Spanisch. Was? Auf Spanisch? Aus Spaß. So, aus Spaß, das habe ich nicht verstanden. Das klang wie auf Spanisch. Auf Spanisch klingt die bestimmt, ja, ich denke, die klingt überall gleich. Ja. Nee, da kommen dann so Maharachi, wie heißen die? diese Sänger da. Nicht Sänger, sondern diese Bands. Maharachi-Bands? Hießen die so? Glaub schon. Wenn nicht, dann wird's uns bis, ja. Komm ich bis nicht, dahinter? Wird's uns der schlaue Chat schon sagen. Mhm. Ich versuche mal so hoch wie möglich zu kommen, um noch ein bisschen Platz zu haben. Nein, das klappt auch so. Und! Attacke! Boom! Sing mal die Lavandia-Musik, wie soll man denn die singen? Wie kann man eigentlich nur summen? Du wirst sterben, Geister sollen dich holen. Ey, das ist unfair, der lebt noch. Okay, gleich ja, nicht mehr. Er lebt noch. Nein! Das ist gemein. Ja, die sind ein bisschen hartnäckig. Ja. Na ja, guck mal! Das ist jetzt ein bisschen semi-optimal. Ja, aber der geht von allein drauf. Ja, er wollte keine Lavandia-Musik mehr von hören. Melanie Martinez, nein. Keine Ahnung. Name sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht, was sie macht. Okay, was ist dann das nächste Level hier? Ich denke mal, das mit den anderen Bullies. Ja, genau, mit den kleinen. Ja. So, und hoppa! Höpp! Höpp! Tyrannisier höp. Die Piranen! Ja. Pürier die Piranen! Luigi ist Jesus! Nee, Luigi ist böse! Nach Mario Kart auf jeden Fall! Mario Kart 8! Aber sah cool aus. Mit diesem Blick, mit diesem Luigi-Blick. Vor allem, wenn dann, was da auf YouTube alles so kam. Irgendwelche Videos hier mit They see me rolling, they hate it. Oder so andere. Oh, das ist ja gemein, die sind ja wirklich tyrannisch. Ja, die verbünden sich alle zusammen. Ja. Ah. Boom. Ah. Schon. Nein. Oh, nö! Oh, nö! Jetzt wird's langsam fies. Kritisch, vor allem. Ach so, ja, ich verstehe, was im Chat gemeint war. Na? Ja, es ging noch um diese Melanie oder so. Sie macht ja halt Musik. Ach so, oh. Ah. Ja, aber nur weil ich sie ihm gestellt habe. Das hat er alle übersehen. Was? Wo? Ja, danke, dass du alle meine Fragen beantwortet hast. Oh. Was? Ja, genau. Also, ich kann mich auf den Chat gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Nee, das ging bei 3-4 Leuten, bis du da warst, eigentlich noch ganz gut. Aber dann warst du da und konntest das alles übernehmen. Da habe ich es outgesourced. Bist du zufällig, weiß ich nicht, von der Abstammung her so zu, weiß ich nicht, einem Achtel oder einem Viertel Inder oder sowas?
Nee. Kann ich das sogar, dann kann ich das sogar ethisch legitimieren. Nein, das war jetzt, das war sehr rassistisch. Obwohl ich glaube, das, sowas ist noch eigentlich, naja. Nee, das ist ja. Das ist noch im Rahmen. Political correct. Political, ja. Geht doch. So, okay, ein Stern noch und dann ist der Stream für heute. Sollen nicht die Zuschauer entscheiden, in welche Welt du noch gehen sollst? Ja, genau, genau. Wo soll ich meinen nächsten Stern holen? Ja, wir stimmen jetzt ab, in welche Welt du gehst. Ja. Und solange suche ich nach dem Hasen, der noch nicht da ist. Ja. Und als was? Ah, als was auch noch, ja. Als was gehe ich wohin? Nee, Nordkorea! Wir gehen jetzt nicht rein. Das ist ja sehr passend. Oh Mann. Was kommt noch aus Nord... Ach nein, das war Südkorea. Rainbow Road. Ja, was? Rainbow Road geht auch nicht. Ich gehe nach Japan. Welches Level ist denn Japan? Rainbow Road. Was ist Rainbow Road? Nee, die ist noch zu weit weg. Es gibt zwar sowas, aber... Geisterhaus wird erstmal vorgeschlagen. Okay, Geisterhaus. Ja, komm, das Geisterhaus war die erste richtige Stimme. Dann gehen wir ins Geisterhaus. Ja, aber warte mal. Vielleicht kommt ja noch jemand. Ja. Luigi, wenn es geht. Okay, Luigi klingt schon mal gut. Ja, ich würde nämlich auch sagen, Luigi. Gut, keine Gegenstimmen. Wollt ihr die Chat auch mit einbeziehen, außer dass sie sowieso schon die ganze Zeit Fragen stellen? Okay, wir gehen mit Luigi nach Nordkorea. Oh, der nächste Bowser. Ah, dann müsste ich aber leider mehr als einen Stern holen. Nee, Moment, dann hole ich einen Stern und danach den Schlüssel. Hm, der nächste Bowser, wenn es schon geht. Na, mal gucken, ob er geht. Wenn er geht, dann ja. Bowser mit Luigi. Bowigi. Bowser mit Luigi. Oder das L von Luigi bei Bowser ist lauser. Und der ist bestimmt ziemlich lausig. Ah. Mario ist weggerannt, als stünde seine Buchse in Flammen. Ich kümmere mich nicht um Würstchen wie euch. Ihr bringt mir Mario. Okay, das hat sich erledigt. Das andere war Geisterhaus. Ja, das andere war Geisterhaus. Mhm. Passt ja auch zu Luigi. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal hier eine Geisterjagd in Luigi's Mansion. Haben keinen Dreck weg, Fleck weg, Schreck weg. 0915 oder so. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das könnte machen. 0815 war es auch nicht. Es gibt ja auch für den 3DS einen Luigi's Mansion. Hm. Mario retten. Wario retten? Ja, wo? Wie? Ja, geht doch noch gar nicht. Das ist ja die entscheidende Sache. Och, Mano. Na okay, wir sollen ja erstmal hier unten die Geister fertig machen. Dann machen wir das doch mal. Ach, und hier gibt's auch wieder rote Münzen. Darauf falle ich diesmal nicht rein. Ja. Geister können nicht sterben. Findest du deinen Weg nach draußen lebend? Jupp. Jupp. Mario geht erst nach dem zweiten Bowser. Jupp. Okay, und jetzt muss ich... Geht's hier überhaupt... Ach, da war ja doch eine Tür. Dann gehen wir durch die Tür. Kannst du Mario Kart aufnehmen? Wieso Mario Kart? Ich weiß keine Ahnung. Ich lese nur das, was da steht. Ja, also ich könnte Mario Kart 8 auch aufnehmen. Ich könnte jedes Mögliche, ja. Es wäre möglich. Es ist nicht verboten. Es ist... Ja, also... Vielleicht. Ah. Zack. Geister können nicht sterben. Bla, 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 bla. Das wissen wir. Kann denn Luigi jetzt eigentlich was anderes? Kann er höher springen? Nein, er kann aber komisch in der Luft wackeln.
bei ihm. Bei einem hängt der Stream dauernd. Oh nein. Ist ja eh gleich vorbei. Und außerdem, das Ganze kommt ja in Videoform dann nochmal. Ja, ist das schlimm, wenn ich das dann nicht nach und nach freischalte, sondern alles in einem Rutsch da allen anderen zugänglich wird? Nein. Viele Leute haben das jetzt eh schon gesehen, die jetzt hier dabei sind. Ich denke mal, es geht. Die Leute, die es wirklich interessieren, die schauen das dann bestimmt. Ja. Das denke ich. Wo ist hier jetzt ein Buhu? Ah, da. Da sind zwei. Bums. Ah, fertig. Vor dir steht der Meister des groben Unfugs, der König des Schreckens, Big Boo. Ich bin ein Mädel, Entschuldigung. Ja. Ist doch auch mal gut zu wissen, ja. Ehrlich gesagt, das hat mich bei den meisten Zuschauern sowieso interessiert, weil YouTube hat mir immer so schöne Statistiken angezeigt, dass ich teilweise Zeiten hatte, wo ich mehr weibliche Zuschauer hatte als männliche. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Oh. Oh, da kommt er, der Bösewicht. Fertig. Ja, Emmy mag auch alles in einem Rutsch. Mensch, jetzt hast du das Doppelte von dem gemacht, was eigentlich geplant war. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Double Dash. Auch wenn es falsch geschrieben ist im Chat. Double Dash. Nein. Ja, Double Dash ist wirklich... Das ist ein tolles. So, speichern und Ende. Ja, das, ich würde mal sagen... Du bist so attraktiv. Das ist ein schönes Abschlusswort für heute. Danke, dass du mir dieses Kompliment gemacht hast. Nein, danke, dass du das aus dem Chat gelesen hast. Warum fragt mich niemand, welchem Geschlecht ich angehöre? Die Frage hatten wir ja heute schon. Echt? Ja, Junge oder Mädchen. Ah, stimmt, stimmt, das war ja. Okay, hier finden Leute zusammen in diesem Chat. Oh Mann, gut, nee, dann würde ich sagen, ja, tut mir leid, ich bin dann mal weg. Ich auch. Könntest du bitte beim nächsten Stream ein Ankündigungsvideo machen? Ach du meine Güte. Ja, das muss ich aber dazu sagen, das hätte ich auch noch angemerkt. Also ich hab das auch erst dann mitgekriegt, als wirklich gleich war. Ich mach das ja eigentlich eher so spontan. Wie Zeit ist. Oh. Ich denke mal, morgen geht's weiter. Ja, morgen geht's definitiv weiter. Ich mache jetzt ein Ankündigungsvideo. Morgen geht's weiter. Für alle, die diesen Part vielleicht dann auch schon bis zu dem Stream sehen. Ja, was? Ich werde mal versuchen, zeitlich das so einzurichten, dass das um 17 Uhr anfängt. Okay, dann bin ich auf keinen Fall dann da. Aber dann kannst du dir irgendwie anders rauspicken. Okay, gut. Das wollte ich nur gesagt haben. Dann kann ich ja jetzt meinen Stream beenden. Hier. Streaming stoppen. Also dann, ich wünsche euch noch eine gute Nacht allen. Danke, ja, danke an die, die mir auch eine gute Nacht wünschen. Okay, gut. Ja. Bye bye. Ciao.